Hey und willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK. Und Leute, ich würde sagen, bevor diese Folge anfängt, zeige ich euch mal kurz, wie ich meinen Rex benannt habe. Denn den durft ihr wieder selber benennen und ich habe mir den Namen Genos rausgesucht. Dieser Namensvorschlag kam von Muhannad. Ich liebe diesen Namen, denn er ist von One Punch Man. Man kennt einfach Genos, den Cyborg. Und ja, passt ziemlich gut, weil er halt auch diese Rüstungsteile hat, wie halt so ein Cyborg. Deswegen perfekt, Leute, perfekt. So, und da wir gerade bei Sättel, Rüstung, dies, das sind, Kakinos kann ich leider immer noch nicht bauen. Ich habe vielleicht eine Lösung, die eventuell klappen wird. Ich weiß noch nicht, wir gucken erstmal rein. Und für jeden anderen Dino, fast für jeden anderen Dino, kann ich jetzt auch spezielle Sättel bauen. Und zwar, ich habe jetzt hier so einen kleinen Werktisch, und zwar den hier. Den haue ich jetzt mal... wo haue ich den denn hin? Ich würde mal sagen hier, ne? Ah, hier, pass auf, den mache ich hier hinter. So, hier. Weil ist ja auch so gesehen Pimp My Dino. Ihr versteht, ne? Und hier drin kann man jetzt halt auch übelst nice Sättel bauen. Und zwar viel, viel mehr als wie bei Pimp My Dino. Halt andere, aber viel, viel mehr. Und hier haben wir halt auch Kakinos. Und ihr seht, dafür brauche ich jetzt keine blauen Edelsteine, aber Pilzholz. Ich schau mal rein und... Shit. Ja gut, das habe ich jetzt nicht gedacht. Weil eigentlich war das in Aberration so, ob Pilzholz oder normales Holz, es war egal. Naja. Was haben wir hier noch für einen Sattel? Ja, Pilzholz. Ja, moin. Ihr habt nichts gesehen? Kakinos-Sattel demnächst. Aber wir haben ja zum Beispiel einen Bronto. Wir gucken mal. Bronto. Bronto haben wir hier. Zweimal. Gewöhnliches Forest-Bronto-Sattel. Den werden wir jetzt erstmal bauen. Zack. So, dann haben wir noch ein Triceratops. Triceratops-Sattel haben wir jetzt auch. Was haben wir denn noch? Wir haben einen Raptor. Okay, Raptor gibt es allerdings nicht. Okay. Ein Rex-Sattel gibt es. Gibt es auch nicht? Digga, ich habe mich schon gefreut. Ja, ich würde sagen, wir warten mal kurz, bis sich der Nebel ein bisschen verzieht, weil ihr müsst diese Sättel in voller Pracht erleben. Ich will sie auch in voller Pracht erleben, deswegen wir warten mal kurz. Ja, gut, Leute, bis gleich. So, wir sind aus Silent Hill zurückgekehrt, der Nebel ist weg und jetzt würde ich mal sagen, rauf mit dem Sattel. Als allererstes hier bei den Bronto Littlefoot. Oh, was, gleich mal hier, Level. So, Bronto Sattel, rauf da. So, ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Ihr seht schon unten, ne? Rüstung und wir zoomen raus. So schaut es jetzt von hier oben aus. Alter, hier, Dierbärfell ist da oben drauf. Und tote Dodos. Geil. Hier noch so ein paar Fässer. Dies, das. Ein Geweih hinten. Riesenknochen. Der sieht mega aus. Okay, und vorne. Ah, hier noch eine Rüstung an der Brust. Und am Kopf hat er, einen Moment, auch so ein Rüstungsteil. So ein Helm, Alter. Mega nice. Ach, hinten am Schwanz, Alter, guck mal. Digga, seht ihr das? Voll geil, Alter. Also, heftig, heftig, Alter. Der sieht schon richtig nice aus. Okay, aber das ist ja nicht der einzige Sattel. Wir haben ja noch einen hergestellt für den Triceratops. Jetzt muss ich runterkommen. Bitte nicht sterben. Okay. Dass man immer so viel Leben verliert. So. Komm mal her, mein Hübscher. Komm mal her. Mal sehen, wie er gleich aussehen wird. Ruhig, ruhig, ruhig. Okay, dann wollen wir mal rein damit. Zack. Ja, ja. Aber hier, seht ihr, ist schon wieder grau. Aber vorne voll geil. So mit Kristalle und so. Seht ihr das? Aber hier ist schon wieder derselbe Fehler wie halt bei meinen Zelten. Die Mod bräuchte mal einen kleinen Update. Ein klitzekleinen Update. So, hier oben drauf. Schauen wir jetzt auch mal. Wie geil. Eine tote Ameise. Das gefällt mir. Ja gut, eine tote Spinne. Das ist eine tote Spinne. Ich nehme alles zurück. Ach, hier? Tausendfüßler noch an der Seite? Ja, Kristalle, Steine. Nice. Gefällt mir, Alter. Also, wie gesagt, spitzenmäßig die Dinger. Aber ich würde sagen... Meine beiden Petris und Petros, die bräuchten auch mal so einen Sattel, ne? Deswegen, wir gehen hier nochmal rein.
Pteranodon. Da gibt es jetzt sehr, sehr viele. Und eine Sorte, ich sag euch nur eins, Digga, heftig. Es gibt so viele. Guck mal, das kann ich zum Beispiel nicht bauen. Und das kann ich auch nicht bauen. Aber das Ding. Ein Moment. Was fehlt mir? Ja, Chitin-Keratin. Werden wir gleich besorgen. Na gut, das ist ja kein Problem, ne? Dann kann ich ja mal kurz mein T-Rex vorstellen. Genos. Also. Er hat schon wieder Level bekommen. Nochmal Nahkampf. Er ist zu geil, Alter. Ja gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal raus. Ah, ich liebe es, wenn ein T-Rex geht, ne? Dieser Sound, Leute. Auf damit. Und raus. Er sieht so heftig. Ich liebe den T-Rex. Yeah, man. Es sind gerade wenig Dinos unterwegs, weil das War White Dinos, wie ist das, ne? Aber keine Angst, Leute. Ich werde mir heute noch was zähmen, denn ich habe schon was gesichtet. Kann ich schon mal so sagen. Da hinten ist auch schon mal ein Turtle. Den kann ich auch schon mal töten. Oh, Sünde, Leute. Irgendwie tut mir der Turtle gerade leid. Sünde. Okay, damit ihr seht, wie stark er geworden ist. Bam, Digga. 824. Mein stärkster Dino bis jetzt. Heftig, heftig. Es tut mir leid, Turtle. Da hast du leider keine Chance. So, müsste gleich tot sein. Da habe ich schon mal ein bisschen Keratin. So. Okay, 25. Da muss noch mehr drin sein. Da oben ist auch noch einer. Guck mal, Leute, Sünde. Er weiß doch nicht mal, was mit ihm passiert. Er würde bestimmt weglaufen. Oh, 20k? Ist eigentlich ein starker Turtle, ne? Naja, aber gegen meinen Rex kann er trotzdem nichts machen. Alter, Sünde, guck mal. Er kommt gar nicht ran. Was für eine Sünde. Okay, er musste jeden Moment tot sein. Und bam. Wir gucken mal. Vielleicht. Vielleicht. Ein Knochen. Hä? 585.000k mit 30 Level. Ja, moin. Aber da unten sind Triceratops. Die kann ich mal kurz mitmachen. So. Der Rex kann einfach die Wand runterlaufen, man kennt es. So, hoffentlich greift mich dieser Bronto nicht an. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Er sieht auf jeden Fall heftig aus. So, komm her. Lecker. So, hier nochmal. Die sind relativ schnell tot. Das gefällt mir. So. Ich habe gerade richtig das Verlangen, den Bronto anzugreifen. Aber nachher zieht er so halt. Oh, das. Stegosaurus ist auch mit Knochen da. Wir prüfen mal gleich. Nahkampf. Er wird immer stärker. Digga, was da hinten abgeht, ne? Und normaler Stego ist da auch noch. Okay, wie viel hat der? Okay, das können wir machen. Das können wir machen. Mal sehen, wie stark die sind. Oh Gott, bitte nicht zu stark. Ah gut, er kann gar nichts machen. Er kann gar nichts machen. Reaper Stegosaurus. Aber, ah gut, er ist schwach, Digga. 92. Soll ich lachen? Leider kann man die nicht zähmen. Jetzt werde ich mir so einen zulegen. Aber was soll's. So, jeden Moment müsste er jetzt tot sein. Und mal schauen, was ich kriege. Super Kibbel bekommen. Hat er eine Tasche verloren? Nö. Aber Super Kibbel. Ihr wisst, was das heißt, ne? Okay, ich habe das im Inventar. Hier. Super Kibbel, einmal passiv wirken, Dino was hingeben und müsste eigentlich gezähmt sein. Oh, mein Erzfeind, ist er das? Der zweiköpfige Bastardo. Der zweiköpfige Bastard ist da vorne im Wald. Rache ist süß, kann ich nur sagen. Na, dann komm mal her. Komm mal her. Ich gehe extra schön langsam für dich. Oh, aber er hat eine schöne Farbe, ne? Ich hätte mir jetzt auch gerne... Ah, scheiß drauf. Ich wollte gerade sagen, ich hätte mir auch gerne gezähmt, aber... Ist egal. Ist egal, Leute. Weg damit. Bam, Digga. Oh, Kobolde. Die geben Metall, die geben Metall. Gut, schmeckt. 26 Metallbarren.
Ja, und zu guter Letzt nehme ich jetzt nochmal den letzten Stegosaurus mit und dann, denke ich mal, reicht es auch, ne? Dann gehen wir erstmal zurück. So. Voll rübergebissen, Alter. So, weg damit. Friss ihn. Ein Stego werde ich mir auch noch irgendwann zähmen, aber ich denke mal so ein Badass oder so. Na gut, das war's. Jetzt? Oh nee, wartet, wartet. Kobolde. Nehme ich nochmal mit. Wie gesagt, die geben immer Metallbarren und sowas gut zu gebrauchen. Da hinten sind auch noch welche, oder? Sind das welche? Wartet. Nee, das sind keine. Das sind andere Viecher. Oh, das ist so ein Allosaurus. Ah, ich will mal etwas anderes zähmen. Die Allosaurus wird es vielleicht nächste Folge geben. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehe ich jetzt erstmal wieder zurück mit meinem Rex und wir bauen weiterhin ein paar Sattel. So, ich und Genos sind wieder zurück in der Base und mir fällt gerade auf, ich habe ja noch einen Allosaurus. Und ich guck mal, für den gibt es vielleicht auch einen Sattel. Also es gibt natürlich einen Sattel, aber ich meine jetzt so einen gepimpten Sattel. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Hallo? Ja gut, leider nicht. Aber Pteranodon, jetzt müssten wir es eigentlich bauen können. Also, Nummer 1. Nice. Nummer 2. Nummer 2 geht nicht, aber wir haben Nummer 1. Scheiße. Ich habe doch zu wenig. Boah, Digga. Voll erschrocken. Ja gut, aber wir haben einen Sattel. Und dafür nehmen wir natürlich diesen Petri. Was mache ich bei denen hoch? Man kennt es halt. Leben. So. Ich kann nur eins sagen, Leute. Also, wenn das dieser Sattel jetzt ist. Göttlich, Alter. Göttlich. Okay, und? Ja, Mann. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an, wie hübsch. Er hat einfach so einen Sternhimmel unter seinen Flügeln. Guckt mal. Das sieht doch schön aus, ne? Das gefällt mir. Also die Farbe, die er jetzt auch bekommen hat, auch viel, viel besser. Petri, da freust du dich, ne, Digga? Na gut, was, oben rechts? Er hat sogar einen Effekt? Was bedeutet denn das? Okay, also Kälte kann ihn nichts anhaben. Und Sterne. Ich weiß nicht, was Sterne heißt. Ich möchte euch trotzdem gerne den anderen Sattel nochmal vorstellen. Das heißt, Petri, du musst mal kurz hierbleiben. Und Genos, wir müssen noch mal los. Wir sehen uns gleich, wenn ich wieder hier in der Base bin. Weil wir klären das mal kurz, ich und Genos. So, dann hoffe ich jetzt mal, dass ich genügend gesammelt habe. Ich habe mir nämlich wieder nicht gemerkt, wie viel ich brauche. So, Pteranodon haben wir hier. Digga, so viel habe ich nicht, oder? Ach doch. Huh. Okay. Perfekt, jetzt haben wir den anderen Sattel auch. So, Petros, jetzt bist du dran. Mal sehen, wie es bei Petros aussehen wird. Er war ja mein erster Flugsaurier, hat 2089 Level, jetzt sogar noch mehr gleich. Ausdauer. Nur Ausdauer. So, Petros. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Rein da. Hä? Hä? Er ist eine Biene? Er ist einfach mal eine Biene geworden. Herr Petros ist eine Biene. Ey, das ist aber auch geil. Ich bin an überlegen. Ich glaube, Petri bekommt das. Weil, so wie Betäubung und das, mal sehen. Und Petri behält ja vielleicht seine Farbe. Weil seine Farbe passt dann ein bisschen besser wegen Biene. Wir gucken mal. Weil das würde, glaube ich, nicht schlecht aussehen. Ja, guck mal. Also ich finde, das sieht besser aus. So. Petros, du bekommst dann jetzt das hier. Ja, das ist halt schon optisch schöner. Aber ich finde halt wegen seiner Farbe und so... Wie er aussieht, Petri, Alter. Ich finde, das sieht schon ziemlich nice aus. So, ja, mehr würde ich jetzt gar nicht herstellen. Eine Sache werde ich nochmal kurz machen. Und zwar, die Dinos wurden ja alle getötet. Ey, lass mich durch. Deswegen einmal Dragon's God aktiviert.
Let's go! Also, es sieht so lustig aus, ne? Ich und Bienenpetri werden uns heute nochmal einen Griffin zulegen. Einen besonderen Griffin. Er hat sehr wenig Topur, aber Leute, er sieht übelst nice aus. Und ich hoffe, dass er noch da ist. Ansonsten ist mir egal, denn fliegen wir zurück. Ja, oder wir können noch was passiv zähmen, wenn er... Guck mal, unten rechts ist auch wieder was. Unten rechts jetzt so ein Bienendings, okay? Und oben rechts auch. Aber ich denke mal, es wird nur das Kostüm sein, also kein Buff oder so. Hier irgendwo war er, der Griffin. Irgendwo hier. Einen Moment. Ich bin der Meinung, er war hier. Ja, leider nicht gefunden. Ich gucke jetzt nochmal, ob er hier irgendwie ist. Aber das denke ich irgendwie nicht, weil dieser Wald, seht ihr diesen Wald? Voll mit Gigas. Dieser Wald ist voll mit Giga. Deswegen, ja, hier wird er nicht sein. Ich habe ihn verloren. Mist, ey. Digga, ich will irgendwas zähmen. Aber jetzt nicht sowas Großes, irgendwas Kleineres denn halt. In den Gigawald? Soll ich in den Gigawald? Mal sehen, vielleicht sind noch nicht so viele Giga gespawnt. Giganotosaurus. Ein Giganotosaurus? 27.000 Topur? Das ist gar nicht so viel. Das ist gar nicht so viel, ne? Okay, ich gehe mal hoch, aber ihr seht ja, der Wald ist voll. Der Wald ist voll mit Giga. Aber ein Giga würde ich mir jetzt auch gerne zulegen irgendwie, ne? Erstmal da oben gucken. Mal sehen, was da oben ist. Oh, meine Ausdauer. Okay. Oh, Golems. Hier sind Golems. Ich muss mal kurz die Ausdauer regenerieren von Petri. Ganz ruhig, Petri. Ganz ruhig. So, hier im Schneegebiet. Bitte, ist hier nichts? So, beruhig dich. Da ich gerade schon hier bin, ich nehme mal ein paar Kristalle mit. Oh mein Gott. Da ist ein einzelner Giga. Oh mein Gott. 18.000 Topur. Ich könnte ihn mir jetzt halt zähmen, aber ich glaube, der würde niemals lebendig nach Hause kommen. Ich will mal kurz weiter gucken. Eigentlich wollte ich ja kein Giga. Digga, was da unten fehlt? Alter, Smoke. 147. Boah, das ist so viel. Das ist so viel. Okay, dieser Giga hat auch extrem viel. Alter, hier ist alles voll mit Giga. No, okay, T-Rex, T-Rex. Hier ist es sehr gefährlich, Alter. Hier ist es sehr, sehr gefährlich. Heranwachsender Yuti, okay. Ich muss gucken, was, gegen was kämpft der jetzt da? Was ist das? Hä, was ist das für ein Schaf? Geh mal weg. Ich will gucken, was für ein Schaf das ist. Ist das ein ganz normales? Ah, ich brauch das Hammelfleisch. Ist das ein normales? Es ist ein normales. Komm her. Lege dich hin. Lege dich hin. Gut. Ich brauche es. Auf jeden Fall. Sehr wichtig, das Hammelfleisch. Digga, Petri ist zu schwach. 40. Hier, 40. Meine Supersichel. Den mache ich mal kurz tot. Nimm dein Hammelfleisch mit und dann geht's weiter. So. Warte, 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 warte. Ich weiß gar nicht, mit der... Hau ich hiermit besser ab? Ja, geht. Mach ich hiermit. Immer mehr, immer mehr. Und gleich ist hinter mir ein Giga. Nice. Alter, wie viel kriege ich denn? Höh. Okay, und das Geile ist halt bei... Okay, übertreib mal nicht, Digga. Bei Hammelfleisch ist es halt gut. Damit kann ich diese Haie zähmen. Diese Street Sharks. Hä? Okay, normal ist es, glaube ich, nicht, dass ich über 1000 Hammelfleisch bekomme. Hä? Digga, übertreib mal nicht, hör jetzt auf.
gleich gehe ich weg. Ich geh gleich weg. Hä, das kann doch nicht sein. Jetzt weiß ich auch, warum der Kano ihn essen wollte. Oh, endlich. Endlich. Okay, ich hab's geschafft. Oh, scheiße. Guckt es euch an. Okay, hier, Petri, das kannst du haben. Oh, er brauchte eh... Oh, Sünde, Nahrung. Kann hiervon. So. Gönn dir, Digga, gönn dir. So, was haben wir denn hier? Geil wäre natürlich irgendwas, was ich hochheben kann. Hier, so ein Monster, ey. Einfach so ein Monster. Wie heißen die? Sulfurwirm. Komischer Name, cooler Name. Ja, den würde ich jetzt eigentlich schon gerne mitnehmen wollen. Und ja, diese Drachen hier. Na, die brauche ich jetzt noch nicht. Ich würde sagen, ihn hier nehmen wir mit. Damit wir was Kleines haben. Ja, Hyenodon, ihr mich auch. Einmal, also das Ding kann Feuer spucken. Geil. Okay, los. Hey, er kriegt keine Tupur. Petri, was los, Digga? Okay, das muss ich mit Pfeile machen. Sniper ist wieder am Start. Ich treffe aber leider nicht. Oder? Nee, ich treffe gerade überhaupt nicht. Aber wenn ich Glück habe, kommt er hier nicht hoch. Wenn ich Glück habe, kommt er hier nicht hoch. Weil dann haue ich alles auf ihn drauf. Alle Pfeile. Und er kommt. Er kommt hier nicht hoch. Ja, nice. Okay, ja, dann werden wir ihn erstmal down schießen, soweit wie es geht. Und den Rest versucht dann Petri zu erledigen. Okay, Leute, ich habe es fast geschafft. Aber ich habe Angst, dass er angreift. Weil ihr seht, Energie ist sehr, sehr niedrig bei meinen, also Leben von Petri. Aber ich glaube, ich habe ihn gleich. Ich glaube, ich habe ihn gleich. Und? Komm schon, komm schon. Komm schon. Oh Gott, ich dachte, er greift an. Ja, nice. Meine Hände sind so schwitzig. Ich hab's geschafft. Gönn dir die Steine, Digga. Alter. Ey, das war bis jetzt das heftigste Viech. Er wird niemals stärker sein als mein T-Rex, aber... Leute, ich sage euch nur eins. Es hat zu lange gedauert. Es hat einfach zu lange gedauert. Egal. Egal. Na gut, wir warten mal kurz, bis er aufsteht. Das dauert mir zu lang. Die Zähmung hat schon so lange gedauert. Also, rein damit. Aufsehen. Heftig. Und man kann ihn reiten. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Also erstmal, er sieht wirklich hübsch aus. Er ist schon wirklich hübsch. Wir werden ihn auch gleich ausprobieren. Leben und so nicht so viel, aber mal gucken. Kann ich ihn jetzt hochheben? Das ist die Frage jetzt, die ich mir stelle. Und? Nein. Bitte, 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 bitte. Es geht nicht. Leute, wenn ihr wüsstet, wo ich bin. Leute, ihr wisst, wo meine Base ist, ne? Ja. Ja. Okay, ja, ich werde es probieren. Aber einer von beiden, RIP. Nein. Nein. Ja gut, scheiß drauf, ich reite auf ihn. Wir können ja mal schon mal gucken, was er kann. Sollte er nämlich gleich sterben, war es alles umsonst. Also, was kann er? Rechtsklick. Linksklick. C. X. STRG. Okay. Dann wollen wir mal. Ich denke mal, das wird jetzt eine Stunde dauern, bis ich zu Hause bin. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn ich halt da angekommen bin. Oder wenn irgendein Viech von mir sterben sollte. Ich muss ihn haben. Er ist direkt vor mir auf einmal gekommen. Ein Badass. Komm schon, komm schon. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Das andere Viech ist hinter mir. Er ist gerade direkt vor mir aufgetaucht. Okay, es laggt. Und er ist down. Nein, mein Viech ist gestorben. Mein Viech ist gestorben. WTF. Ja, scheiß drauf. Er ist gestorben. Was soll's? Ich hab meinen ersten Badass Peteranodon. Mein allererster Badass. Scheiß auf dieses andere Viech.
Ich heule zwar gerade ein bisschen, weil es echt lange gedauert hat. Aber was soll's. Badass ist viel besser und da kann ich einfach easy nach Hause fliegen. Aber es ist echt zum Kotzen, Alter. Es hat so lange gedauert. Egal, mein allererster Badass Peteranodon. Nice, Alter. Mega. 1110 Level. Ja, moin. Ja, ich würde sagen, für den dürft ihr mal wieder einen Namen in den Kommentare schreiben. Für meinen allerersten Badass. Geil. Ja, jetzt brauche ich gar nichts mehr sagen. Jetzt brauche ich einfach nur sagen, wir gehen jetzt zurück zur Base. Weil wir können jetzt beide fliegen. Das wird eine easy Sache sein. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da bin. So, home, sweet home. Jetzt gucken wir mal. Irgendeiner müsste bestimmt seinen Sattel noch haben. Der hier. Nice. Und jetzt werden wir den Badass Peteranodon ausprobieren. Und Leute, es ist halb so wild. Also ich habe jetzt diesen Würm halt verloren, aber das, was ich halt bekommen habe, ist das Hammelfleisch. Und mit das Hammelfleisch kann ich sehr viel anfangen. Das werdet ihr vielleicht in der nächsten Folge schon sehen. So, jetzt rein damit. Okay, Leben hatte 8750. Ausdauer aber 1860. Nice. Nahkampf ordentlich. Mach ich nochmal höher. Und dann wollen wir mal gucken. Also, was kann er? Rechtsklick. Hä? Was ist das? Okay, komisch. Linksklick. C. Gut. X. STRG. Was mir hier auffällt, er ist direkt immer still. Also man kann fliegen, aufhören. Zack, still. Was, den kann ich? Nee, kann ich nicht. Zum Glück bin ich im Wasser gelandet. Ich wollte gucken, ob ich auf ihn stehen kann. Aber ist egal. Das halt, was wirklich gut ist, er bleibt direkt immer stehen. So, erstmal Rechtsklick. Macht das jetzt was? Nee, es hört sich nur komisch an. Wie stark ist er? Linksklick. Okay, 224 ist für einen Peteranodon echt gut. Also das ist echt gut für einen Peteranodon. Und er ist ungelevelt. Ne? Na gut, Leute. Ich würde trotzdem sagen, heute Folge erfolgreich erledigt. Denn wir haben einen ersten Badass. Wir haben sehr viel Hammelfleisch. Also, ja, sehr, sehr, sehr viel Hammelfleisch. Nur leider ist was gestorben, aber dafür ist Petri am Leben. Die Hauptsache. Ja gut, Leute, ich würde jetzt sagen, hier beenden wir die Folge und deswegen bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like und ein Kommi freuen und ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!